Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, in der letzten Folge haben wir Akt 2 abgeschlossen und wir befinden uns jetzt komplett woanders. Ich bin mir gar nicht sicher, wie der Ort hier heißt, aber ist ja auch egal, weil wir nämlich mit der, ja, ich sag mal, Nebenquest-Extrahierung und Einprägen jetzt weitermachen werden. Ich denke bzw. hoffe, dass mir das Ganze ein bisschen weiterhelfen kann. Bezüglich meiner Rüstungen. Ist das das hier? Ja. Erzählt mir etwas über Extrahierung und Einprägen. Wie ihr sicherlich wisst, kann selbst scheinbar alltäglichen Objekten große Macht innewohnen. Ich kann euch helfen, diese Macht zu befreien. Der Prozess zersetzt das ursprüngliche Objekt und hinterlässt den reinen Aspekt seiner mystischen Kraft. Stellt es euch so vor, als würde man einem Körper die Seele entreißen und sie in einen anderen übertragen. Nicht, dass mir so etwas in den Sinn käme. Schon gar nicht in Hörweite der Kathedrale. Okay, Quest abgeschlossen. Ja, das ging sehr schnell. Skorpiongift, nee, das wollen wir alles nicht. Mit ihm wollte ich eigentlich reden. So, Gegenstand. Was für einen Gegenstand können wir denn da reinsetzen? Einprägen. Ersetzt die Eigenschaft eines seltenen oder legendären Gegenstands mit einem ausgewählten Aspekt. Schön, wenn man sich die Sachen zu Ende durchlesen darf. Jetzt weiß ich wieder nur die Hälfte. So, das Problem ist, wenn ich jetzt irgendetwas benutze, was ich jetzt gerade so hier habe, und das dann kaputt mache, dann wäre das natürlich doof. Kann man hier irgendwas mitmachen? Nein, das ist zu klein. Kann ich wahrscheinlich nur. Ah, nee, doch. Ich kann das mit Codex der Macht. Aspekt der Vergeltung. Okay, wir haben anscheinend keine Aspekte. Er konnte mir ja vorher nicht erklären, warum, wieso, weshalb das funktioniert. Das heißt, ich bin immer noch so ein bisschen, ja, genauso Aspektvorschau. Moment, legendärer Gegenstand. Ich habe jetzt natürlich keinen legendären Gegenstand. Ich gehe da jetzt trotzdem mal drauf. Der Aspekt ist vermutlich, ich weiß es nicht, das mit den Sternchen. Und dann kann man das quasi auf ein anderes transferieren. Das hat er ja gesagt. Ich hatte jetzt nur gedacht, ich könnte es da drauf transferieren. Also auf das Vorhandene, was ich jetzt hier habe. Aber anscheinend nicht. Gegenstand, dessen Affix ersetzt werden soll. Seltene oder legendäre. Indem ein unerwünschtes Affix durch ein neues ersetzt wird. Ihr könnt das Affix so einsetzen, wie ihr möchtet. Okay. ich weiß nicht, was ein Affix ist, aber wir gucken mal. Plus alle Werte. Das heißt, die könnten wir jetzt theoretisch ersetzen. Willenskraft. Bis zum Frühling. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt mit der Rüstung machen sollte, wo wir jetzt tatsächlich gerade dran sind, also die wir jetzt gerade haben. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Juwelenschmied und gucken mal, was der jetzt für uns hat als Quest. Erzählt mir etwas über die Herstellung von Edelsteinen. Ah, ihr habt ein Auge für Qualität. In ganz Sanctuario werdet ihr keinen besseren Juwelenschleifer finden. Bringt mir eure unbehauenen Steine und ich vollbringe Wunder. Ihr werdet sehen. Ja, die sehen schon sehr geil aus hier, die geschliffenen Steine. Edelsteine herstellen. Rubin. Zwei ledierte Rubine. Das sind wahrscheinlich die, wo wir vier von haben, oder? Jetzt ist er hier wieder weggegangen. 15 Materialkosten, roher Rubin. Wieso sind drei Materialkosten? Okay, wir probieren das einfach mal. Wir machen mal einen. Wenn ich jetzt beide mache.
Eigentlich ist es egal. Ach so, Hersteller kosten 9000. Aber wir machen das trotzdem mal. So, jetzt haben wir zwei ledierte Rubine. Mal schauen, was wir damit anfangen können. Dann haben wir das gleiche mit Diamant. Waffen, Rüstung, Schmuck. Einen Diamanten haben wir. Das heißt, den benutzen wir. Jetzt weiß ich zumindest auch, wofür man das ganze Geld braucht hier bei Diablo. Eieiei, ist das teuer. Okay, gut, wir haben ja aber doch noch einen Stein, aber wahrscheinlich zu wenig, ne? Saphir ist das nicht. Smaragd, da steht 0. Ist das nicht ein Smaragd, den ich hier habe? Moment. Meine ich doch. Ich meine, dass wir vielleicht zwei brauchen, okay, das kann ich nachvollziehen, aber den einen haben wir doch. Entsockelt einen eingebetteten Edelstein. Haben wir keinen. Okay. Sockel hinzufügen. Theoretischerweise könnten wir bei unserer Waffe einen hinzufügen. Leerer Sockel. Einfach nur, damit ich das mal, ne? Mal gemacht habe. Was ich nicht darf. Wieso darf ich das nicht? Ist das nicht das mit... Da steht doch leerer Sockel. Wieso kann ich denen jetzt nur einen Sockel machen? Das ist doch total bescheuert. Sockel hinzufügen. Ach so. Hä? Okay. Also, dann hätten wir das Gleiche, aber... mit einem Sockel drauf. Gut, wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe doch von den ganzen Kamen keine Ahnung. Achso, unten drauf gucken. Hallo. Das hört sich für mich halt nur gut an. So, Gegenstand zum Aufwerten. Was haben wir denn da? Moment, aber wir haben eben doch noch was gehabt, entsockelt einen. Muss ich das denn Inventar... Nee, die kann ich aber auch nicht direkt da rein tun, so wie es aussieht. Wie kann ich die denn benutzen? Vielleicht nachher, wenn ich dann im Inventar drin... Oh, das wollte ich jetzt nicht. Aber das können wir mal kurz probieren. Moment. Wenn ich da drauf klicke, kann ich nichts machen. Ah, Sockel. Waffe plus 15%. Die lege ich jetzt mal hier drauf. Steht leider nichts im Vergleich drin. Machen wir mal rein. So. Plus 15% Überwältigungsschaden. Stand eigentlich was ganz anderes drin. Da stand drin. Achso, nee. Plus 15% über... Achso. In der Rüstung ist das 2,5% maximales Leben mehr. Ah, okay, so langsam verstehe ich's. Das wäre in der Rüstung Barriereentzug. Die sind schon fertig oder was? Kritischer Treffer, Schaden gegen, gegen verwundbare Gegner. Ja, unverwundbare Gegner wäre nicht so toll. Reduktion von erlittenen Schaden über Zeit. Nee, ich würde jetzt mal fast behaupten, dass wir den da rein tun. Den kann man doch theoretischerweise mal wegnehmen, ne? Wenn auch wahrscheinlich gegen Geld. Dann haben wir 2,5 maximales Leben mehr. So langsam gewöhne ich mich da dran. So langsam verstehe ich das. Okay. Ich biete nur das Beste an. Können wir bei dir noch irgendwas machen hier, ne? Achso, doch, das mit dem Gegenstand aufwerten. Da müssen wir mal kurz gucken, was das jetzt bedeutet. Es wäre schön, wenn ich da auch was sehen würde. Ich klicke mal hier drauf. So, wenn wir den aufwerten. Ach stimmt, das hatten wir schon mal. Dann haben wir die Sachen, die da drin sind. Können wir dreimal aufwerten. Okay. Dann. Ich habe viele schöne Stücke. Edel und selten. Mhm. Wieso können wir den eigentlich nicht aufwerten? Hallo? So, da der sowieso legendär ist,
würde ich sagen, dass wir den einmal aufwerten. Kostet nur 500, ist nicht ganz so teuer. Ja. Nächste Stufe. Ja, noch haben wir ja Geld. Komm. Ich meine, ne? Also der ist legendär. Wieso darf ich den jetzt... Ach so, weil ich das nicht habe. Ah, da brauchen wir auch Materialien für. Okay, Geld haben wir genug. Materialien vielleicht nicht unbedingt. Na gut. Okay, dann haben wir das aber schon mal alles rausgefunden. Das ist sehr schön. Ja gut, diese Nebenquests, Exorzistentruhe und so, das will ich jetzt noch nicht machen. Deswegen möchte ich jetzt erstmal... Dunkelheit breitet sich aus, verfolgen. Dann muss ich jetzt erstmal schauen, wo wir hier hin müssen. Oh je, oh je. Okay, ich würde sagen, ich porte mich dann mal nach hier oben und werde das Ganze dann rausschneiden. Wir sehen uns dann gleich hier bei Lorat wieder. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, ich habe eine kleine Planänderung. Was für ein Portal? Achso, das Portal, das ich hier hingekommen bin. Ich habe eine kleine Planänderung, weil ich habe nämlich etwas gefunden, was ich sehr schön finde und was mich doch sehr angeregt hat, da mal hinzugehen. Kann ich das mal kurz zeigen, bevor mich wieder angegriffen werde? Und zwar habe ich hier zufällig das Verlies gefunden, Gnadengrad. Da gibt es nämlich einen Aspekt nur für Totenbeschwörer. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich den Teil doch mal eben mit. Ich laufe da mal kurz hin und dann schauen wir mal, was uns da im Verlies erwartet. Ja, dann bin ich mal gespannt. Gnadengrad tötet die drei Ritterjäger. Okay. Hört sich erstmal nicht gut an. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ach, ich muss auch immer in die Richtung gucken, wo ich die Leichen explodieren lassen will. Fällt mir gerade so auf. Da ist ja noch einer. Hallo. Warum bist du noch nicht tot? Ach, ich liebe es. Okay. Schauen wir mal. Ist hier ein Verlies? Da gehen wir ja immer in allen Ecken und Enden rein und gucken. Gut, der Jungs. Oh, oh. Ruhe, Diamanten. Jetzt muss ich sagen, die sind immer gut. So, wir brauchen noch alles. Wir brauchen jetzt alles, was uns was gibt. Alles, was uns Diamanten gibt. Alles, was uns... Wir brauchen jetzt alles. Wir müssen alles haben. Geld auch. So, von hier unten kamen wir gerade, ne? Haben wir hier alles? Ne, Moment. Von hier unten kamen wir nicht. Doch. Ah, halt, stopp. Haben wir was vergessen? Gut, dass wir nochmal runtergegangen sind. So, Jungs. Ist das denn ernst? Boah, nichts kann man hier mal eben aufnehmen, weil das die gleiche Taste ist. Weil das die gleiche Taste ist, mit der, ich liebe das mit den Explosionen. Entschuldigung, ich war jetzt hier gerade voll im Kampf. Weil das die gleiche Taste ist, mit der ich auch angreifen muss. So. Aber das mit den Explosionen, ich muss da unbedingt, sagt, dass ich diese Viecher hasse. Hm.
So nicht, mein Freund, so nicht. Wo sind meine ganzen... Hallo, Kumpels. Wo seid ihr alle hin? Heieiei. Ist da noch einer? Heieiei. Leute, was macht ihr denn? So, da ist noch einer. Barriere wurde aufgehoben. Das ist schön. Welche Barriere? Ich habe noch nicht mal eine gesehen. Achso, das war nun. Lass mich mal hier durch. Das ist effektiver. So. Hier oben in der Ecke. Ah, ne, das war ein Fass. Hier oben in der Ecke ist noch Gegner oder so. Ja. Leider nur Gegner, leider nicht zum Einsammeln, aber gut. Man kann ja nicht immer alles haben, ne? So, war hier nicht gerade noch da? Da war noch was mit Rohleder. Habe ich das? Das habe ich eingesammelt, oder? Ja. Ich denke schon. Ui je. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Aber da oben sind diese Viecher schon. Ne? Geht's jetzt? Kann ich jetzt endlich drücken? Ich weiß nämlich nicht, was jetzt kommt. Göttliche Waffen dienen würdigen. Er greift schneller an. Oh, 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 das ist... Oh, oh, das ist nur kurzfristig. Ich weiß aber nicht, wo jetzt die Gegner kommen. Ich laufe falsch rum, oder? Scheiße. Ich will einsammeln hier. Leute, Leute, wie lange ist das noch? Hallo? Jetzt habe ich es nicht mehr, ne? Ah, Mist. Wäre ich jetzt doch nicht in die falsche Richtung gelaufen. Na gut, wir müssen so weitermachen, Jungs. Bleibt mir nichts anderes übrig und euch auch nicht. Es tut mir leid. Oh, wo kam der denn jetzt her? Geht's noch? Greift doch nicht hier meine Kumpels an. Ich bin doch nichts dafür. Müssen wir nicht die Ritter angreifen? War das keiner von denen? Ich weiß ja nicht. Lalalala. Oh, da ist noch einer. Also noch so ein Ding. Na, komm doch. Hallo? Würdet du? Mir fehlt die nötige Essenz. Macht ihr mal, Jungs. Macht ihr mal. Kann ich da jetzt dran ziehen oder drücken oder? Anscheinend nicht. Noch mehr, sag mal. Ich brauche mehr Essenz. Naja, ist ja gut. Und was passiert, sobald ich das Ding drücke? Yeah.
gedacht, ne? Wie verfluchter Schrein? Was? Hallo? Oh, jetzt kann ich hier wieder nichts machen, weil dieser Idiot jetzt hier gekommen ist. Willst du mich jetzt... Nein? Ich will doch nur die Sachen einsammeln, Mann. So, habe ich den jetzt aus Versehen gedrückt? Ja, anscheinend. Glaube ist der Schild gegen die Dunkelheit. Ihr seid unverwundbar. Komm, wir sind unverwundbar. Wir müssen schnell... Schnell. Nein, wir müssen wieder Gegenstände holen. Unverwundbar. Wir müssen das ausnutzen. Oh, nicht mehr unverwundbar. Hallo, darf ich mich hier immer bewegen? Das wäre ganz nett, ja. Bereit. Ich weiß. Ich auch nicht. Und hier meine Kriegerlein. Ja, toll. Vielen Dank. Auf sie mit Gebrüll! Ich bin noch nicht bereit. Ich weiß, weil ich bin eingefroren. Das nervt. Ich weiß, ein guter Zauberer kann das auch mit dem Einfrieren. Aber es nervt trotzdem. So, mechanische Kiste. Was haben wir denn hier? Die muss... Ach so, die muss ich... Ah, ja. Stimmt, ich muss die ja... Oh, das war noch gar nicht... Stimmt, wir haben noch nicht den Boss da. Es war nur das Vorgeplänkel. Vor allem, wenn ich das richtig sehe, kostet mich das auch nichts mit dieser Leichenexplosion. Das ist so hammergeil. Das ist eine Kiste. So, Moment. Fass, das nehmen wir noch eben mit. Gold können wir immer gut gebrauchen. Ich habe keine Essenz mehr. Dann hau ab! Oh, wo kommt denn jetzt schon wieder her? Nimm mir den großen Kerl doch mal hier. Vom Hintern weg. Jungs! Ich brauche mehr Zeit. Ich habe keine Zeit. Ach so, ich dachte die ganze Zeit, das sind meine Leichen. Töte 3 Elite-Gegner. Ah. Ach so, das war nur eine Herausforderung. Na gut. Ich dachte, das wäre jetzt quasi... Aber klar, damit können wir natürlich das... das Verlies noch nicht abgeschlossen haben, weil wir müssen ja jetzt noch den Endboss erledigen. Ich habe nichts gesagt. Oh mein Gott. Ich hasse diese Bosse. Ich hoffe, der wird nicht so schwer wie diese eine. Ads sind eigentlich normalerweise ganz gut.
Sehr schön. Und es war nicht der Endboss. Nicht schön. okay. Habe ich schon gesagt, dass ich diese Verliese hasse mit den vielen Bossen drin? Aber jetzt gibt's eh kein Zurück mehr, ne? Oder wie war das? Okay. Leder, Diamanten. Gold natürlich auch. Das ist immer alles sehr gut. Das ist eigentlich egal, worum wir jetzt laufen, oder? Nee, ist nicht egal. Hier oben ist eine Truhe. Ach, kommt, Leute. Ganz ehrlich. Warum kann man nicht einmal was einsammeln, bevor die einen angreifen? Was habt ihr jetzt davon? So. Ich irre hier wieder im Verlies rum, ohne zu wissen, wo es lang geht. Guten Tag. Ah, Heilung. Das heißt, wir sind hier kurz vorm Boss, nehme ich mal an. Okay, dann versuchen wir mal hier rumzugehen. Ich will es ja ehrlich gesagt nicht. Ja, natürlich. Wieder so einer, wo man nichts sehen kann. Mir fehlt die nötige Essenz. Wieso kann ich jetzt meine... Hallo, wieso kann ich meine Fähigkeiten jetzt benutzen? Oh, ernsthaft, Leute. Was ist denn das für ein Boss? Man kann seine Fähigkeit nicht benutzen, wenn man hier im Dunkeln ist. Ich kann nur wegspringen. Das ist das Einzige. Ich weiß nicht, was mit den Knochenwänden ist. Ob die irgendwas bedeuten? Ob die den stärker machen oder so? Oh, kommt. Ganz ehrlich. Macht Jungs, ich komme hier gerade nicht raus. Ich sammle hier mal ein bisschen. Wo ist der Boss hin? Ich habe kaum noch Essenz. Ich weiß, wir machen das anders. Oh, ja, genau. Lass mich bloß nicht da rein.
Meine Last ist zu groß. Nein! Och, du willst mich veräppeln, oder? Nein, 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 nein. Oh, Leute. Aber wir haben viele Sachen, wo wir jetzt mittlerweile was reinmachen können. Das ist sehr schön. Das lassen wir mal fallen. Ich kann nicht mehr tragen. Doch, das kannst du noch tragen. Ich habe ja schließlich gerade eins freigemacht. Jetzt hat er was anderes aufgehoben, oder was? Meine Last ist zu groß. Hä? Ist der dumm? Ja, toll. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist die heute nicht so ganz auf der Höhe anscheinend. Okay, aber wir haben es geschafft und wir haben einige goldene Sachen zumindest bekommen. Ich habe immer noch keinen Rock oder ähnliches bekommen. Nee, das ist wieder ein Kopf. Ich habe immer noch keinen Rock oder irgendwas bekommen, was ich benutzen kann. Ey, das ist sowas von... Oh, sowas von lächerlich. Wieso bekommt man keine Beine? Also Beine schon, aber immer nur auf blau. Wieso bekomme ich hier nichts Vernünftiges? Hallo? Ich habe auch nichts, was ich benutzen kann. Doch, Moment. In zweiter Hand. Das kann ich in zweiter Hand benutzen. Das setzen wir mal rein. Immerhin etwas. Ja, dann haben wir nochmal eins frei. Dann können wir das nehmen, aber nicht den Zauberstab. Haben wir hier irgendwas, was wir sowieso... ...383 und das hier unten. Das ist 1000. Das ist sogar lila. Dann würde ich sagen, lasse ich das mal fallen. Achso, Moment, das habe ich jetzt nicht fallen gelassen, oder? Es war... Ja, ich habe es mitbekommen. Moment. Da, fallen lassen. Zack. Und dafür nehmen wir den Stab mit. Ob der jetzt besser ist, weiß ich nicht. Ja. Okay. Ja, aber ich würde sagen, dann haben wir auf jeden Fall das erhalten, was wir haben wollten. Und ich würde dann auch sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Ich gehe mal zurück ins Dorf, verwerte die ganzen Sachen nochmal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem, was, glaube ich, jetzt gerade drin steht, weiter. Genau. Das ist die Quest, die wir eigentlich ja verfolgen wollten. Ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.